Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LB und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben und haben uns endlich eine Diamantspitzhacke geholt. Darüber bin ich sehr glücklich und das Einzige, was jetzt noch zu tun ist, ist eben halt eine Runde in den Nether zu gehen oder Nether, je nachdem wie man das sagen will, und dort ein paar Abenteuer zu erleben. Das Problem ist allerdings nur, wir haben ein kleines bisschen wenig Nahrung. Deswegen werde ich wahrscheinlich gleich ein bisschen auf das Feld hier gehen mit den Tieren und dann ein bisschen Spaß haben. So ungefähr ist der Plan. Nee, also wir werden da gleich ein paar Tiere töten, um ein bisschen Fleisch zu haben. Naja, ist ja Art der Natur, so muss es hier leider gehen. So. Da. Q1. Ich glaube, ich töte nur Kühe. Eine Kuh, 8. Ah, jetzt habe ich kein Schwert mehr. Oh. Ich spiele auch jetzt hier wieder ein bisschen ohne Texture Pack, weil es im Nether immer so extrem ruckelt, in dem ich auch gleich reingehen will. Und, ja, ich hoffe, dass es ohne Texture Pack besser. Oder läuft da besser, lass es mich so formulieren. Also ganz, ganz fest die Daumen drücken. So. Ich habe bisher nur eine Kuh getötet. Voll die schlechte Ausbeute hier. So, zweite tot. Nee, Quatsch, ich habe jetzt schon drei getötet. Und jetzt. Oh, hier nochmal kurz Eck. Oh, Hühnchen. Hühnchen. So. Da noch ein Hühnchen. Hühnchen. Und noch eine Kuh gerade mal. So einen gesunden Mix aus beiden machen. Machen wir uns den Multivitaminsaft aus dem Fleisch. Total. So, Zeit für Repopulation. Erst die Kühe. Dann hier noch zwei Kühe. So. Ja, die Herzen darüber werden bei mir immer noch nicht angezeigt. Keine Ahnung, was ich da beim MC-Patcher falsch mache. Ist mir auch scheißegal, wenn ich ehrlich bin. So, ist ja nur so ein kleiner Effekt, ne? Und ich meine, muss ja auch nicht alles perfekt sein bei meinen Let's Plays, ne? Außerdem bin ich ja so in Let's Plays ja gesehen, noch relativ gesehen, ja, ein Anfänger. So. Lasst mich weg, ihr dummen Schweine, auch wenn ihr nicht mal Schweine seid. So. Ein bisschen Leben machen. Oh, kein Huhn rausbekommen. Schade. So, was brauchen wir denn alles für ein Nether? Moment, ich mache jetzt mal das Fleisch an. So, eine Rüstung haben wir, Schwert haben wir. Einen Bogen wäre bestimmt auch noch ganz schön praktisch. Da haben wir doch gleich einen. So, die Samen. Oder die Setzlinge. Ne, Samen sind das. Können wir auch mal wegtun. Pfeile wären noch ganz gut. 53 Stück haben wir. Noch mehr sogar. Oh, hoho. Was sind wir doch reich. Genau, hier waren noch ein paar Steaks drin. Hier noch. Ach, ein verzauberter Bogen. Den nehmen wir mal lieber mit. Den präferiere ich. Genau, dann nehmen wir mal noch ein bisschen Holz mit, um uns ein paar weitere Sticks zu machen. So. Genau. Ja, so sieht das auch gut aus. Und dann kommt Musik. Dann eine Kiste können wir mitnehmen. Ein Ofen für die Doven. Und dann noch eine Workbench und die war hier, genau. Damit wir im Nether auch noch ein kleines bisschen was haben, einfach so. Denn haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Genau, Cobblestone wollte ich jetzt noch mitnehmen. Da. 64, ich weiß nicht, ob das reicht für ein Haus im Nether. Mich hier nochmal zwei mit, mehr mit, die werden es bestimmt entscheiden. Ja, sonst ist alles leer. Dann brauche ich noch eine Tür. Und dafür brauche ich noch mehr Holz. Anstatt nur dieses mickrige eine hier. So. Dann auf nach unten. So, Werkbank. Zack. Oh lol, ich bin ein Idiot. Stimmt, wir müssen uns ja auch noch erst Obsidian abbauen. Das müssen wir auch erst finden.
Habe ich ganz vergessen. Oh, ich vergaß. Oh, ich vergaß die Juden. Was? Hab ich nicht gesagt. So. Jetzt wird mir kein Fail passieren. Ich werde mir jetzt eine Tür craften. Bam, ich bin gut. Jetzt noch kurz das so. So, das Ganze für den Nether kommt da rein. Das Fleisch nehme ich schon mal mit. So, selbe Stelle, selbe Welle. Back in action. Und die ganze Nether-Ausrüstung kommt hier rein. Und dann müssen wir jetzt nur noch... Ja, wie soll ich sagen? Obsidian abbauen. Die Frage ist, wo finden wir Obsidian? Und die Frage ist eher, wo finden wir Lava? Weil Obsidian besteht ja aus Lava und Wasser. Wasser haben wir, ich denke mal, genügend. Hoffe ich doch zumindest. Genau, einen Eimer wollte ich mir nehmen. Den nehme ich mit. So. Dann hier ein bisschen Wasser schon mitnehmen. Falls ich irgendwo dann unter der Erde Lava finde und kein Wasser habe, wäre das dann natürlich schon sehr ärgerlich. Ach, stimmt. Niemandem ist was aufgefallen. So. War hier nicht irgendwo auch so an Land Wasser? Ich meine Lava? Ich meine Wasser sowieso, ne? Aber Lava? Total selten. Ach stimmt, wir haben auch noch mal unser Strip-Mining. Aber strippen mussten wir bisher nicht. Darauf bin ich auch irgendwie nicht stolz. Oh, ich habe gerade eine Spinne gehört, leise. Ich weiß nicht, ob ihr auch das gleiche gehört habt. Ob ihr vielleicht auch das gleiche Gehör habt. Ah, da hinten ist auch schon Lava. Oder ob ihr vielleicht auch nicht das gleiche Gehirn habt. Meine Güte, ich meine natürlich hier Lava, ne? Ich meine hier kein Wasser. Und schon haben wir Obsidian. Abbauen. Schneller. Wie viel brauchen wir denn für ein Portal? Ich glaube 14. Ich weiß, es gibt auch eine leichte Variante mit 10 Obsidian. Da kann man auch ein Portal so bauen. Aber das finde ich dann nicht ganz so vollendet. Deswegen nehme ich 14. Obwohl, nee, wir machen da mal einen Deal. Zwischen 10 und 14 machen wir das mal. Wir bauen uns 12 Obsidian ab. So, bauen, 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 bauen. Ach, Obsidian abbauen ist immer so eine Sache, ne? Dauert immer so extremst lange. Aber schlussendlich freut man sich doch dann umso mehr, wenn man Obsidian-Blöcke hat, oder? Oder? Ich auf jeden Fall. Gibt es sicher auch irgendwie so einen Trick, dass man aus Redstone-Leitung Obsidian machen kann? Ich glaube, ich habe dann irgendwas gehört, wenn man so Redstone-Leitung hat und darüber Lava fließen lässt, dass dann daraus, hier, Obsidian rauskommt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich... ich will mich da jetzt auch nicht vergewissern gleich im Internet. Ich lasse das einfach mal so offen stehen. So, ein Obsidian mehr noch. Und danke. Merci. Merci, Vuku. Vuku, Che. Vuku, Vuku. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Aufpassen, lieber Günther. Aufpassen. Nein. Dummes Schaf. Jetzt müssen wir länger abbauen. Dummes, dummes Schaf. So. Und. Na, 10 haben wir schon mal. Wie halt auch Lava die ganze Zeit ist, ne? Ich mag die Lava ist. Die Lava nicht. Gott. Versprecher in Massen. Nee, aber wo Obsidian ist, ist Lava ja meistens nicht ganz so weit. Vielleicht im Inneren des Obsidian. Ach komm, den einen bauen wir auch noch gerade ab. Einfach weil wir es können. Gleich sind wir auch schon fertig, dann ist alles schon mal perfekt vorbereitet. Dann brauchen wir nur ein Feuerzeug und... Ja, das war's. Wir brauchen nur ein Feuerzeug. Ja, und wir müssen natürlich noch das Portal aufbauen, ne? Aber...
ist ja ganz schnell gemacht. Obwohl, ja, das Feuerzeug ist eigentlich noch schneller gemacht, aber egal. Wir wollen jetzt hier mal uns nicht in Kleinigkeiten verstricken. Wir wollen lieber ein bisschen gemütlich in den Nether gehen. Wobei ich mit gemütlich meine actionhaft. Wie ein Held. Der Schnitt ist euch nicht aufgefallen. Die Monster da fallen euch auch nicht auf. Mann, jetzt haben wir uns schon zweimal geschnitten hier in der Episode. Das ist natürlich auch schon Rekord. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass diese nur 10 Minuten lang ist. Oder vermutlich 10 Minuten lang ist. Gut, ich mache jetzt hier auch mal eine kurze Aufnahmepause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein!